Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu Kapitel 1 unseres Kurses Esst Weizen, trinkt Milch. Dieser Kurs findet statt innerhalb unseres Informationsdienstes Agilsmart. Ich begrüße Sie zu Kapitel 1. Ich habe ja gestern zu Ihnen Kapitel 0, wenn man so will, also die Einleitung gesendet und habe mich dort eben dazu geäußert, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, Weizen und Milchprodukte zu verdammen, sie wegzulassen. Nicht der richtige Weg, nicht aus dem Grunde, weil ich ihnen es nicht gönne, sich wohler zu fühlen, wenn sie diese Produkte, diese Nahrung weglassen, sondern das Weglassen scheint wirklich nur eine kurzfristige Lösung zu sein, in Wirklichkeit gar keine Lösung, denn sie beachtet nicht die Hintergründe, weil nämlich die Unverträglichkeit von Weizen und Milchprodukten dahinter könnte eigentlich stecken, und bei den meisten ist es auch wirklich so der Fall, dahinter könnte stecken, dass sie ein größeres Verdauungsproblem haben. Und wenn sie nur diese Produkte einfach weglassen und sonst nichts tun, nichts gegen die Ursache tun, sondern nur die Symptome beseitigen, dann kann es passieren, dass sie ihre Lebensqualität einbüßen, weil sich chronische Erkrankungen ergeben. Und davor möchte ich Sie bewahren, dafür dieser Kurs und dafür auch dieser Kurs, der aus mehreren Teilen besteht. Sie können hier darunter, unter diesem Video, können Sie sehen, dass ich mich hauptsächlich auf dieses Buch beziehe, Esst Weizen, trinkt Milch von Dr. Diard. Es beinhaltet unglaublich viele Ergebnisse moderner wissenschaftlicher Untersuchung, und mit Hilfe dieses Buches wollen wir aufräumen mit der Verdammung von Weizen und Milchprodukten. Wir wollen auch aufräumen mit der Verdammung von Getreide, was bei vielen ja der Fall ist. Ich möchte Sie zu Beginn darauf hinweisen, dass wir einen Ausschluss einer medizinischen Haftung hier vorgenommen haben, und unter dem Video sehen Sie den Download dazu, den können Sie öffnen durch Anklicken dieser Zeile, die lautet Download Ausschluss medizinischer Haftung. Dort können Sie das noch einmal lesen und so vermitteln. Überhaupt empfehle ich Ihnen, den Kurs insgesamt in der chronologischen Reihenfolge zu rezipieren, also mit der Einleitung zu beginnen. Wer das nicht getan hat, bitte, auch hier finden Sie einen Link darunter, wie Sie zunächst erst einmal das vorhergehende Kapitel, in dem Fall Einleitung, finden. Und so geht es auch für die anderen Kapitel. Heute geht es darum, Kapitel 1, und zwar die Untersuchung, Bemerkungen, wissenschaftliche Ergebnisse zu Gluten. Und ich habe das Kapitel überschrieben mit der Überschrift Schuldspruch ohne fairen Prozess. Was ist das Wissensziel für Sie in diesem Kapitel? Also erst einmal sprechen wir darüber, und also ich vermittle Ihnen Wissen. Gluten, was ist das? Ich werde Ihnen Wissen vermitteln zu Gluten. Gluten, was ist das? Ist Gluten vielleicht die Cholesterin Nummer 2? Nämlich auch beim Cholesterin hat man über 60, 70 Jahre falsche Angaben gemacht bezüglich der Ernährung und hat sich dann entschuldigen müssen. Ist es vielleicht beim Gluten ähnlich? Dann sprechen wir über Getreide, was eine lange Geschichte in der Ernährung der Menschen und auch vormenschlicher Lebewesen hatte und hat. Wir sprechen darüber, dass eine starke Verdauung gefragt ist, nicht um per se besser Weizen und Milch zu verdauen, sondern es geht um die Entgiftung. Das werden Sie kennenlernen, was es für eine Bedeutung hat. Und Sie werden auch kennenlernen, dass altes Getreide viel mehr Gluten hatte, als es heute das moderne Getreide hat. Also hier wird auch mit falschen Informationen aufgeräumt, und auf der Grundlage von wissenschaftlichen Untersuchungen werden Sie also auch kennenlernen, dass es nicht um das viele mehr oder weniger Gluten geht, sondern um etwas anderes. Und wenn wir zum Beispiel unsere Frage haben, Schuldspruch ohne fairen Prozess, dann müssen wir oder werden wir in diesem Kapitel die Giftstoffe und den Zucker schuldig sprechen. Ich werde das begründen, Sie werden das lernen.
Und letzten Endes ist es auch schon schön, dass wir, obwohl wir in dem Analyse-Teil sind, wir haben in dem Kurs zwei Teile. Teil 1, da geht es mehr um die Analyse. Teil 2, da geht es um Lösungen. Möchte ich trotzdem schon in diesem zum Teil 1 gehörigen Kapitel 1 über Lösungen sprechen. Nämlich, was ist die richtige Zeit, was ist die richtige Jahreszeit zur Ernährung mit Weizen? Welche Bedeutung hat die Fermentierung, die unsere Vorfahren durchgeführt haben? Eine Lösung bieten auch die Probiotika. Und letztendlich kommen ganz spezielle, wichtige, konkrete Tipps, nämlich 6 Tipps für die Verbesserung Ihrer Verdauung. Freuen Sie sich auf dieses Kapitel 1. Wir beginnen gleich. Lassen Sie uns inhaltlich beginnen. In diesem Kapitel, Sie sehen die Überschrift ja noch einmal, Schuldspruch ohne fairen Prozess, beschäftigen wir uns, was ist eigentlich los mit der Verurteilung von Gluten? Und wir sprechen über einige Hintergründe, um Ihr Wissen zu verbessern. Sie wissen ganz genau, Wissen wollen wir verbessern, um unsere Lebensqualität durch unser Handeln, durch unser freies Handeln unter besten Möglichkeiten und mit freier Entscheidung wollen wir das tun. Und das ist unser Slogan, nicht nur in diesem Kurs, sondern im ganzen Agismat, zu leben ohne Krankheit. Wird Gluten nun ohne fairen Prozess schuldig gesprochen? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein unschuldiges Lebensmittel zu, in Anführungsstrichen, lebenslänglich verurteilt wird. So haben wir fast 60 Jahre, nachdem Cholesterin durch die sogenannte exakte Wissenschaft an den Pranger gestellt wurde, inzwischen herausgefunden, dass die Interpretation der Forschungsergebnisse fehlerhaft war. Grob fehlerhaft und cholesterinreiche gesättigte Fette wie Butter wurden offiziell von der Regierung unterstützten Instituten der bedenklichen Nährstoffe gestrichen. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Es ist eine große Entschuldigung durch die Welt gegangen, zum Beispiel von der FDA, das ist die zuständige Regierungsorganisation in den USA. Man hat zu Unrecht das Cholesterin in der Nahrung verurteilt und schlecht gemacht. Genauso wie eben cholesterinreiche gesättigte Fette, wie zum Beispiel Butter. Es ist vielleicht auch ein Irrtum, Gluten in die Verbrennung zu schicken, zusammen mit Milchprodukten und anderen häufig allergenen Nahrungsmitteln wie Eiern, Soja, Mais, Fisch, Nüssen. Ist das ein Irrtum? Millionen von Menschen, die nicht an Zöliakie oder schweren Milchallergien leiden, entscheiden sich derzeit für eine gluten- und milchfreie Ernährung. Nicht, weil sie täglich gegen diese Lebensmittel allergisch sind, nicht, weil sie tatsächlich gegen diese Lebensmittel allergisch sind, sondern wegen ihrer Nahrungsmittelempfindlichkeit oder einfach, weil diese Nahrungsmittel tabuisiert werden. Ziel dieses Kurses ist es, die überzeugenden wissenschaftlichen und klinischen Belege dafür aufzuführen, dass Gluten, ebenso wie bestimmte andere Lebensmittel wie Milchprodukte, häufig gar nicht die Grundursache von Verdauungsbeschwerden und Nahrungsmittelempfindlichkeiten ist. Wir wollen ja dieses Wissen, was ich schon in der Einleitung dieses Kapitels genannt habe, erwerben, um eben zu mehr Freiheit zu kommen und über die Freiheit zu leben ohne Krankheit. Also die Fragen wollen wir jetzt beantworten. In vielen Fällen ist das zugrunde liegende Problem in Wirklichkeit ein Versagen des Verdauungssystems aufgrund, wie ich hier aufgelistet habe, übermäßigen Verzehrs bestimmter Nahrungsgruppen oder Nahrungsmittelgruppen und dadurch verursachter Entzündung der Haut, die das Innere des Darmtrakts auskleidet. Oder zweitens verursacht durch unkluge Auswahl von Lebensmitteln und dadurch allmählicher Schwächung der Verdauungsenergie und Darmgesundheit. Oder drittens verursacht aufgrund von Zubereitung und Verzehr bestimmter Lebensmittel zu falschen Zeiten und auf falsche Art. Viertens aufgrund von Nichtbeachtung des saisonalen Nahrungsmittelangebotes und schließlich fünftens aufgrund von Verzehr von Brot und Milchprodukten aus industrieller Verarbeitung,
die Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Antibiotika, Konservierungsmittel, hocherhitzte Öle und Wachstumshormone enthalten, die zu verdauen unser Körper gar nicht ausgerüstet ist. All das hier aufgelistete, diese 5 Punkte, schwächt unsere Verdauungsenergie. Kein Wunder, dass so viele Menschen nicht in der Lage sind, diese Lebensmittel richtig zu verdauen. Nun mal nochmal ganz von vorn. Was ist überhaupt Gluten? Gluten ist die Bezeichnung von Proteinen in Weizen und Weizenprodukten. Unter anderem eben auch in Weizenkörnern, in Dinkel, Bulgur, Hartweizen, Kukus, Farina und vielen, vielen anderen. Also auch im Grieß, Emmer oder Zweikorn, Einkorn, Vollkornmehl, Weizenkleie, Weizenkeimen, Weizenstärke und Kamut oder anderen Korosanweizen. Weitere häufige Glutenquellen sind unter anderem eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, die nennen wir Triticale, Roggen selbst, Gerste, diverse Malzsorten und Bierhefe. Hafer enthält manchmal Gluten, ist normalerweise aber glutenfrei, wenn er ausdrücklich mit dem Vermerk enthält, mit dem enthaltenen Vermerk ausgeliefert wird, enthält keine Spuren von Weizen, wenn es damit gekennzeichnet ist. Im Allgemeinen verhält sich Gluten wie ein klebstoffähnlicher Bestandteil, der bewirkt, dass Speisen die Festigkeit bekommen und ihre Form behalten. Das ist also Gluten. Kurz zur Geschichte des Glutens. Man muss wissen, dass Gluten nichts Neues ist. Es gibt archäologische Funde von Mehl aus den Körnern von Wildgetreide, das vor etwa 30 Jahren während des Jungpaläolithikums im heutigen Europa hergestellt wurde. Und vor etwa 10.000 Jahren wurden im Zuge der Verarbeitung des Ackerbaus während der Jungsteinzeit Brot- und Getreideprodukte zu Grundnahrungsmitteln, die zu bestimmten Jahreszeiten verfügbar waren. Im Gegensatz zu dem, was uns gelehrt wird, ernährten sich unsere früheren Vorfahren in weit höherem Maße von Grassamen, Getreide und Weizen als bisher angenommen, nachdem die Eiszeit sie gezwungen hatte, sich aus den tropischen Regenwäldern in die Grassavannen herauszuwagen und neue Nahrungsmittelquellen zu suchen. Feldstudien haben nachgewiesen, dass ein Mensch in nur 2 Stunden genug Weizenkörner von einem Feld sammeln kann, um Nahrung für den ganzen Tag zu haben. Warum also sollten die Frühmenschen nicht die leicht verfügbaren Körner aus dem Grasland als Hauptnahrungsmittel sammeln? Neuere Erkenntnisse lassen vermuten, dass sie genau das taten. Hier kann ich also auch die Literatur bei Bedarf nachliefern. Nach demselben bahnbrechenden Bericht der University of Utah stammt der früheste Beleg dafür, dass die Vorfahren des Menschen das Fleisch bereits veränderter Tiere aßen, erst aus der Zeit vor 2,5 Millionen Jahren. Zudem sind die ersten eindeutigen Belege für die Jagd als Mittel der Menschen zur Nahrungsbeschaffung erst 500.000 Jahre alt. Auch hier die Literatur wäre verfügbar. Was die direkten Vorfahren des Menschen angeht, so deutet die Studie darauf hin, dass die Nahrung der Vorfahren also schon längst zu 40% aus Gräsern und in anderen Bereichen sogar bis zu 75% aus Gräsern, einschließlich Weizen, bestand. Der Genauigkeit halber und in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Wissenschaft sollten wir die These aufstellen, dass wir Menschen weniger genetische Erfahrung mit dem Verzehr von Fleisch als mit dem von Weizen haben. Wie die Studien zeigen, essen die Menschen schon seit sehr langer Zeit Gluten. Warum ist also plötzlich die glutenfreie Diät zu einem der ausgeprägtesten Ernährungstrends geworden?
Viele Menschen berichten, dass sie sich besser fühlen, wenn sie auf Gluten verzichten. Das ist mir völlig klar, denn wenn sie Gluten nicht gut verdauen können, kann dies allgemeine Symptome wie Allergien, Blähbauch, Blähung, Zunahme des Bauchfetts, Hirnleistungsstörungen und vieles, vieles andere Unangenehmes, wie zum Beispiel auch ADS, Asthma, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen, Ausschläge, Gelenkschmerzen, Verdauungsprobleme, Ängste, Depressionen, Heißhunger bringen. Lauter sehr gute Gründe, auf Gluten lieber zu verzichten. Nicht klar, das nicht wahr, das verstehe ich total. Also hören Sie vielleicht auf, glutenhaltige Nahrungsmittel zu essen und stellen sich auf eine glutenfreie Diät zusammen, stellen sich eine glutenfreie Diät zusammen, die die Symptome, aber nicht die Ursache Ihrer Verdauungsprobleme behandelt. Ich habe also volles Verständnis für die Argumentation, die in der großen Beliebtheit der glutenfreien Ernährung steht. Welcher vernünftige Mensch, der weiß, dass der Verzehr von Gluten ihm nicht gut tut, würde es trotzdem absichtlich und ständig mit sich nehmen? Welcher vernünftige Mensch, der weiß, dass der Verzehr von Gluten ihm nicht gut tut, würde es trotzdem absichtlich und ständig zu sich nehmen? Das Verdauungssystem vor den verheerenden Auswirkungen von unverdauten Proteinen und allergenen Nahrungsmitteln zu schützen, die eine schwache Verdauung verursacht, ist auf kurze Sicht tatsächlich eine sinnvolle Strategie, aber eben nur auf kurze Sicht. Was ich vorschlage, ist eine Alternative oder überhaupt Alternativen zu der Verteilung. Was ich vorschlage, ist eine Alternative oder eben Alternativen zu der Verurteilung zu lebenslänglichen Verzichtsdiäten, die eine ganze Lebensmittelgruppe ausschließen. Stattdessen wollen wir lieber zu der wahren Ursache des Problems vordringen, es an der Wurzel packen und damit die von Nahrungsmittelunverträglichkeiten verursachten Symptome beheben. Dabei bauen wir gleichzeitig ein starkes Verdauungssystem auf, das uns vor Anfälligkeiten gegen spätere chronische degenerative Erkrankungen wie Krebs und Autoimmunerkrankungen aufgrund von Giftstoffbelastung schützt. Da kommen wir noch näher darauf zu. Zurück. Giftstoffbelastungen führen oft zu Krebs, zu degenerativen Erkrankungen, chronischen degenerativen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Deshalb wissen Sie jetzt schon, dass ein leistungsfähiges Verdauungssystem, ein starkes Verdauungssystem uns davor schützt. Ein starkes Verdauungssystem brauchen wir, um die aufgenommenen Umweltchemikalien und Schadstoffe abzubauen und auszuscheiden. Einer neuen EPA-Analyse zufolge gibt es allein in den Vereinigten Staaten jedes Jahr ungefähr 4 Milliarden Pfund, das sind also 2 Milliarden Kilogramm Chemikalien, die 62 Millionen davon krebserregend sind und diese werden in die Umwelt freigegeben. Und ich hatte schon in anderen Zusammenhang auch erwähnt, dass wir auf dieser Welt, auf dem ganzen Planeten täglich pro Kopf einen Ausstoß haben, pro Kopf, wie gesagt, und täglich von 2 Kilogramm Schadstoffen. Wenn Sie gegenwärtig Weizen- und Milchprodukte nicht vertragen, früher aber durchaus, oder wenn Sie feststellen, dass Sie im Laufe der Jahre nach und nach bestimmte Lebensmittelqualitäten oder Lebensmittel aus Ihrer Ernährung gestrichen haben, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass Ihre Fähigkeit zur Verdauung und Entgiftung beeinträchtigt ist, was Sie gleichzeitig einem höheren Risiko aussetzt, sich unnötig mit gefährlichen Chemikalien und Giftstoffen in der Umwelt zu belasten. Da ist also der Hase im Pfeffer. Es geht um eine gute Verdauung, ein starkes Verdauungssystem und nicht um das Weglassen einfach von bestimmten Lebensmitteln, die wir angeblich nicht gut verdauen können. Der Hintergrund ist eben nicht das Lebensmittel, nicht der Weizen, nicht die Milch und nicht die Milchprodukte, sondern der Hintergrund ist das geschwächte Verdauungssystem. Und wenn wir uns das mal ansehen, dann haben wir, wenn wir das mal nachrechnen, ca. 12 Millionen Menschen allein in Deutschland, die von Verdauungskrankheiten und Verdauungsproblemen betroffen sind. Das sind bestürzende Zahlen und meiner Meinung nach lässt sich diese Häufigkeit von Verdauungsproblemen drastisch verringern, wenn wir unser Verdauungssystem mit Strategien stärken und ins Gleichgewicht bringen, die sich in traditionellen Kulturen seit Jahrtausenden erfolgreich bewährt haben. Das ist also kein Experiment mehr,
sondern das hat sich Jahrtausende lang so eingestellt. Es geht um die Verdauung. Was ist mit der Verdauung von Gluten und Casein? So viel wissen wir, sowohl im Falle von Gluten als auch von dem in Milchprodukten enthaltenen Casein ist ein starkes, gesundes Verdauungssystem nötig, damit diese Substanzen richtig aufgenommen werden. Stress, Umweltgifte, verarbeitete Nahrungsmittel und eine große Zahl weiterer Faktoren haben unser Verdauungssystem und unsere Verdauungsenergie geschwächt, sodass manche Menschen gezwungen sind, eine Verzichtsdiät eine nach der anderen sozusagen auszuprobieren, in dem Versuch, die für sie geeigneten Ernährungen zu finden. Eine, die ihnen keine Verdauungsprobleme bereitet. Jahrelang finden sich Patienten auf Verzichtsdiäten in der misslichen Lage, dass immer weniger Lebensmittel übrig bleiben, die sie essen können. Ich bin davon überzeugt, das muss nicht sein. Selbst viele ganzheitlich arbeitende Ärzte, die praktizieren, geben ihren Patienten oft den Rat, Weizen, Milchprodukte und schwere, fettreiche oder fettige Speisen wegzulassen. Dahinter steht der Gedanke, dass diese Nahrungsmittel, wenn sie Verdauungsprobleme verursachen können, auch ungesund sein müssen. Ich halte den Gedanken für falsch. Wenn Sie aber diese Lebensmittel in jüngeren Jahren vertragen haben, ganz zu schweigen von den jahrtausendealten Genen, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben, die mit der Verdauung dieser Nahrungsmittel bestens zurechtkamen, haben Sie vielleicht einfach die Fähigkeit verloren, diese Lebensmittel richtig zu verdauen. Die gute Nachricht ist, dass man die Fähigkeit, schwer verdaulicher Lebensmittel zu verdauen, wiedererlangen kann, sogar wenn sie stark verarbeitet sind, wenn man kleine Mengen davon isst. Die Giftstoffe und Zucker sind die Schuldigen und nicht der Gluten oder das Gluten. Die Zuckerproduktion durch eine Ernährung mit hohem glykämischen Index kann jedes einzelne der Symptome verursachen, die heute mit Gluten in Verbindung gebracht werden. Also nicht das Gluten ist schuldig, sondern die Zuckerexposition und die Ernährung mit Nahrungsmitteln, die einen hohen glykämischen Index haben. Also nicht das Gluten. Tatsächlich basierten viele der Forschungen, auf denen diese Theorie beruht, dass eben Weizen mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht wird, auf der Wirkung des Zuckers und wiederum nicht des Glutens und nicht auf der des Weizens selbst. Es wird eine Reihe von Studien, die eben sagen, dass der erhöhte Blutzucker und damit verbundene Verursacher von Alzheimer-Krankheiten, gibt eine Reihe von Studien, die das auch in Zweifel ziehen. Also hier geht es also hin und her in der Wissenschaft. Und Weizen senkt tatsächlich den Blutzucker. Ich will es nochmal wiederholen. Weizen senkt den Blutzucker und das Alzheimer-Risiko wird verringert. Die Literatur dazu kann ich gern nachreichen, wenn das jemand nachlesen möchte. Da gibt es also insgesamt 6 Studien. Wir haben auch ein harmloses Getreide auf die Liste gefährlicher Nahrungsmittel. Wir haben auch ein harmloses Getreide auf die Liste der gefährlichen Nahrungsmittel verbannt, wie wir es auf der Grundlage einer fehlerhaften Interpretation der Forschung bereits mit Cholesterin getan haben. Also machen wir den gleichen Fehler bei Gluten oder bei Weizen, wie es beim Cholesterin schon falsch gemacht wurde. Und wir werden in den Kapiteln 2 und 3 sehen, wie die Forschung für sich genommen verwirrend ist. Also es ist gar nicht so leicht und ich möchte mit dem Kurs mehr aufzeigen, welche Irrtümer insgesamt auch verfolgt wurden, die Sie vielleicht auch verfolgen und falsche Schlussfolgerungen ziehen. Und in den Kapiteln 2 und 3 werden wir aber besser durchsehen. Je mehr wir über die Verdauung des Weizens herausfinden, desto weniger wissen wir anscheinend, wie das aussieht.
aber wir kommen da schon gut damit zurecht. Die betrübliche Nachricht ist, die betrübliche Tatsache ist, dass in der Umwelt und damit in unseren Lebensmitteln Giftstoffe vorkommen, die sich nur äußerst schwer vermeiden lassen. Es gibt Studien, die besagen, dass diese Gifte die Proteine im Weizen umwandeln können und unter den hilfreichen Enzymen in unserem Körper die Gluten und andere schwerverdauliche Proteine abbauen, wahre Verheerung anrichten. Das ist die betrübliche Nachricht. Also dass es wirklich sehr schwierig ist, das abzubauen. Die gute Nachricht ist aber, wir haben die Fähigkeit, die Giftstoffe in der Nahrung unschädlich zu machen, aber dazu braucht es ein starkes Verdauungssystem. Wir können das also, aber nur mit einem starken Verdauungssystem. Sie erinnern sich, genau dieselben Kanäle, die uns helfen, Lebensmittel wie Weizen und Milchprodukte zu verdauen, nutzt der Körper auch, um Umweltgifte zu neutralisieren. Während Sie also Ihr Möglichstes tun, gesunde, unverarbeitete Lebensmittel zu essen, ist es meine Aufgabe, Ihnen zu vermitteln, wie Sie Ihr Verdauungssystem und Entgiftungspotenzial stärken können. Es ist Ihr ureigenstes Recht, lange, gesund und glücklich zu leben, Brot zu brechen und eine Scheibe frisch gebackenen Brotes mit Butter zu genießen. Nun muss noch etwas gesagt werden über die Konservierungsmittel und Öle. Kaufen Sie bitte niemals mit Öl gebackenes Brot. Lassen Sie sich die Zutatenliste zeigen bei Ihrem Bäcker. Niemals mit Öl gebackenes Brot kaufen, weil wir dort nämlich enorme Belastungen haben durch das in Öl gebackene oder mit Öl gebackene Brot. Dann gibt es die Nachricht natürlich, wir essen zu viel Weizen. Also ein Teil des Problems liegt darin, dass unsere Zivilisation das richtige Maß an Weizen und Gluten für eine gesunde Ernährung verloren hat. Seit ungefähr 40 bis 50 Jahren ist Weizen immer Bestandteil auf dem Küchentisch beziehungsweise bei den Mahlzeiten. Wir essen eben deutlich zu viel Weizen. Das sollten wir zurücknehmen und wir kommen auch gleich darauf, dass wir in Abhängigkeit einer Saison Weizen essen sollten und Weizen mehr zum Beispiel im Oktober, wenn es voll ausgereift ist, essen und im Frühjahr möglichst nicht. So wie der Weizen wächst, wie er reif wird, sollte man ihn essen. Und jede Konservierung des Weizens ist schlecht. Das ist immer verbunden mit Giften, die wir zusätzlich abbauen müssen, also mit einer erhöhten Giftbelastung. Es gibt eine Lösung dafür, nämlich einmal Weizen zur richtigen Jahreszeit zu essen. Das ist eben ab Oktober gut und in sonstigen Jahreszeiten und im Winter, wenn es kalt ist. Und in sonstigen Jahreszeiten sollte man es reduzieren. Wir wissen also, dass es von der Jahreszeit abhängig ist zur richtigen Jahreszeit. Und letzten Endes, was heißt letzten Endes, es ist auch wichtig, dass wir fermentieren, dass wir sozusagen das aber noch einmal zurück zur richtigen Jahreszeit. Bestimmte Verdauungsenzyme wie die Amylase nehmen im menschlichen Körper während der Wintermonate zu, sodass wir den im Herbst geernteten Weizen in den Wintermonaten sehr viel besser verdauen können. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem Mangel an Amylase, der ist also zur Verdauung von Weizen notwendig, und, also ein Zusammenhang an einem Mangel an Amylase und Weizenallergien und auch Bäckerasthma. Auch hier die Studie kann ich vorlegen. Wir müssen also genügend Amylase haben. Dazu kommt es, wenn wir Weizen außerhalb der Saison essen, etwa im Frühling oder im Sommer, zu diesen Weizenallergien oder zu Bäckerasthma kommt es eben, wenn wir das Weizen eben im Frühling oder Sommer vermehrt essen. Wie wir sehen werden, liefert die Natur im Winter härtere, dichtere und schwerer verdauliche Nahrung wie Weizen, Milchprodukte, Wurzeln, Gemüse, Nüsse, Samen, die eine höhere Verdauungsenergie erfordern als die leichten Blattgemüse des Sommers. Dann lautet die Lösung Fermentierung. Da wir gerade vom Leben im Einklang mit der Natur sprechen, ist es also wichtig, dass wir das, was unsere Vorfahren längst herausgefunden haben, nämlich
das Gemüse Lebensmittel länger haltbar zu machen und in eine verdauungsfördernde Form zu bringen, nämlich durch Zugabe von Mikroorganismen, die für die Verdauung der schweren, dichten Lebensmittel des Herbstes notwendig sind. Das ist also der Vorteil für eine Winterernte. Fermentierte Lebensmittel sind stark sauer und wärmen daher den Körper, was unseren Vorfahren half, viele lange kalte Winter zu überstehen. Also das Fermentieren ist dabei wichtig. Da sind die Lactobacillus-Bakterien interessant und Milchsäuregärung ist wichtig. Da kommen wir darauf zurück, wenn wir über die Lösung sprechen und über das Backen sprechen. Es ist interessant, wie die Natur uns im Winter Gluten liefert und gleichzeitig die Fermentierung in unserem Verdauungssystem einen natürlichen Anstieg der Enzyme für die Weizenverdauung bewirkt. Damit wird dieses Gluten gut verdaulich sein. Die Lösung sind aber auch Probiotika. Wenn wir immer hören, Probiotika, Probiotika, dann kommen wir eigentlich zu einer für mich immer schwer verständlichen Form, nämlich dass man sein Leben lang irgendetwas einnehmen muss, nämlich die Probiotika. In Wirklichkeit hängt die Fähigkeit, Weizen richtig zu verdauen, und ich möchte das nicht, dass wir eben Probiotika, also irgendwelche Mittel, dauerhaft nehmen und von ihnen abhängig werden. In Wirklichkeit hängt nämlich unsere Fähigkeit, Weizen richtig zu verdauen, ausschließlich von der Effizienz unserer Verdauung, einem gesunden Darmtrakt und richtigen glutenverdauenden Mikroorganismen ab. Weil die Mikroorganismen sind wichtig für den Abbau des Glutens zum Verdauen. Wenn diese drei Probleme, also Effizienz der Verdauung, gesunder Darmtrakt und Mikroorganismen, wenn die vorhanden sind, dann funktioniert es auch wieder. Der Schlüssel zu Probiotika oder im Übrigen zu jeder Nahrungsergänzung ist Autarkie. Sie nehmen sie ein, bis sich Ihr Zustand verbessert und setzen sie dann wieder ab. Dann ist es richtig und nicht, dass man ein Leben lang das nehmen sollte. Zu meiner Freude kann ich berichten, dass die Forschung kürzlich Stämme von kolonisierenden Probiotika entdeckt hat, die sich tatsächlich an der Darmwand festsetzen und zu Dauerbewohnern werden, sodass der Boden für den Wiederaufbau eines Mikrobioms, das sich über Jahrmillionen von Verdauung von Weizen angepasst hat, dass wir dazu bereit sind. Neue Studien zeigen, dass im Darm nützliche Bakterien leben, die uns bei der Verdauung von Weizen helfen. Zudem gibt es bestimmte probiotische Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Lactobacillus plantarum und andere, die die Aufspaltung und Verdauung der prolinreichen Gliadin-Epitope unterstützen, welche die schwer verdaulichen Bestandteile des Gluten-Proteinmoleküls bilden. Auch hierzu kann ich Literatur nachreichen. Fragen Sie nur einfach an. Probiotika schützen zudem nachweislich die Darmwand, also Probiotika schützen nachweislich die Darmwand, indem sie verhindern, dass das verdaute Glutenmolekül die Darmwand passiert. Und sie schützen sich also damit, meine Damen und Herren, vor dem Leaky Gut-Syndrom. Nun nochmal ein Hinweis: Informationen zu den besten kolonisierenden Probiotika-Stämmen, die Gluten verdauen helfen, um eine optimale Darmgesundheit zu bekommen, finden Sie in diesem Kurs in Kapitel 8. Nun Tipps, wie Sie Ihre Verdauung ankurbeln können. Das kommt also jetzt schon in Teil 1 und damit sogar schon in Kapitel 1, obwohl wir später noch tiefergehend in Teil 2 zu Tipps und Vorgehensweisen eingehen wollen. Also 6 Tipps, die ich Ihnen gerne nennen möchte. Tipp 1. Nehmen Sie sich als erstes ein Beispiel an unseren Vorfahren und ergänzen Sie Ihre Ernährung mit einem der oben erwähnten guten Probiotika-Stämme. Entweder mit Hilfe fermentierter Lebensmittel oder in Form von Probiotika-Kapseln. Tipp 2. Variieren Sie den Verzehr von Gluten und Milchprodukten je nach Jahreszeit. Sie sollten diese Lebensmittel im Frühjahr reduzieren oder ganz vermeiden. Im Sommer in kleinen Mengen essen und im Herbst und Winter etwas mehr davon genießen. In den kalten Monaten stehen Ihnen diese Lebensmittel von Natur aus als saisonale Ernteprodukte zur Verfügung. Tipp 3. Nehmen Sie Ihre Hauptmahlzeit mit schwer verdaulicher Nahrung wie Weizen und Milchprodukten mittags ein, wenn das Verdauungsfeuer stärker brennt. Abends sollten schwere Mahlzeiten, Weizen, Milchprodukte und stärker reiche Kohlenhydrate am besten vermieden werden.
denn das Verdauungsfeuer ist am Abend weniger stark. Tipp 4. Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an, wenn Sie können. Wenn nicht, kaufen Sie auf dem örtlichen Bauernmarkt oder werden Sie Mitglied in einer Landwirtschaftsgemeinschaft, immer in kleinen Mengen. Nehmen Sie bitte das mit nach Hause, das frische Biogemüse zum Beispiel. Tipp Nummer 5. Langsam fermentiertes Bio-Sauerteigbrot ohne Konservierungsmittel oder Öle ist anderem Brot bei weitem vorzuziehen. Ich habe schon darüber gesprochen. Die fermentierten Milchsäure und probiotischen Stämme, die bei der Herstellung von Sauerteig eingesetzt werden, wirken an der Aufspaltung von Gluten mit und machen laut einigen Studien das Brot sogar glutenfrei. Denn sie verarbeiten diese Bakterien, verarbeiten den Teig und beseitigen, sie ernähren sich quasi, wenn man so will, von dem Gluten. Tipp 6, das ist der letzte Tipp. Noch besser ist es, wenn Sie ausprobieren, Ihr Brot selbst zu backen. Verwenden Sie fermentierten Weizen und backen Sie von Hand oder mit einer Brotbackmaschine. Es macht Spaß, befriedigt und ganz einfach. Lernen Sie das kennen und damit bin ich sozusagen am Ende der 6 Tipps, die hier schon vorgezogen im Kapitel 1 des Teil 1 genannt werden. Hinweis, wenn Sie an einer Gluten- und Milchintoleranz leiden, sollen Sie diese Lebensmittel vermeiden, bis wir in Teil 2 Ihre Verdauungsenergie neu gestartet haben. Und nun möchte ich gar keine Zusammenfassung geben aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte den Blick voraus richten auf Kapitel 2, was in Kürze Ihnen zugeht. Zusammen mit einem anderen das Brot zu backen, ist eine menschliche Grunderfahrung des Vertrauens, des Teilens und der Liebe. Ich bin fest überzeugt, dass wir das nicht kampflos aufgeben dürfen. Und denen unter Ihnen, die auf glutenfreie Ernährung umgestellt haben, möchte ich versichern, dass ich die Anstrengung, die eine solche Umstellung kostet, nicht herabsetzen möchte. Ich weiß, wie schwer sie ist. Was ich vielmehr sagen will, ist, dass wir uns nicht mit der Flick-Diagnose des Verzichts auf bestimmte Lebensmittel zufrieden geben sollten, wenn wir tatsächlich Brot essen und genießen können. In Kapitel 2 werde ich die beiden verschiedenen wissenschaftlichen Lager in der Gluten-Kontroverse zu Wort kommen lassen. Sie werden sich wundern, wie viele kaum bekannte Forschungsergebnisse für die gesundheitlichen Vorzüge von Weizen sprechen. Also freuen Sie sich auf Kapitel 2.